Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Ausbuddelritt. Eben auf Facebook angekündigt hat sich die Sonja Slowweb noch hier eingefunden. Ich habe heute Dusty dabei mit einem bisschen abgewandelten Outfit, denn das andere stand ihm nicht so gut, das hat sich ein bisschen gebissen mit der Fellfarbe. Ich würde sagen, wir reiten los. Ich habe für heute den Butterberg nochmal eingeplant und warum heute kein Diener Stallgeflüster kommen, sondern ein Ausbuddelritt. Das liegt darin begründet, dass ich komplett matschig bin in der Birne, jetzt vor dem warmen Wetter. Und ich deswegen heute ganz entspannt einfach nur so ein bisschen in der Gegend herumreiten möchte. Und nicht noch großartig sinnvoll über ein Thema quatschen möchte. So, deswegen heute ein Ausbuddelritt. Ich habe mir hier die anderen Sachen schon eingepackt. Ich hätte mir vielleicht nochmal aufschreiben sollen, wie viel man von was braucht, damit ich hier auch überhaupt noch eine Planung habe, eine Peilung habe, wann sich das denn lohnt, nach New Hillcrest zu fahren. Aber ich würde sagen, das machen wir am Ende trotzdem noch wieder. Zwei haben sich ja anscheinend gerade noch mit eingefunden. Ich muss gleich mal gucken, wer das ist. So, gucken wir mal. Glitzert hier irgendwas? Hier oben waren wir ja schon mal. Hier ist ein Fund und der glitzert sogar. So, wen haben wir denn jetzt hier noch dabei? Die Annie Sunfield hat sich noch angeschlossen und die Henriette Diamondland ist auch noch mit dabei. So, ja Mensch hier, das ist ja, finden wir alle was. Toll, 5 Glasscherben. Ich muss meine letzten Glasscherben noch verkaufen. Ganze 18 Gold bringen die, ganze 18 Schillinge, wuhu. So. Ja, guck mal, da hinten glitzert auch noch was. Da auf der anderen Seite, das sehe ich schon. Da sehe ich schon was glitzern. Ja, ich bin ja mal gespannt. Ich will jetzt mal rausfinden, was man da so alles bekommt. Bitte schreibt es mir nicht. Viele von euch wissen mit Sicherheit schon, was man bekommt. Ich möchte mich da aber überraschen lassen, was das ist, was man hier als Belohnung einstecken darf. So. Ich glaube, wir brauchten noch einen von diesen Zinnsoldaten. Was haben wir hier? Kleine Tonscherbe. Scharfe, große, kleine. Das wird wohl dazu gehören. Ich weiß es nicht, ob das 4 Teile sogar nur waren. Vielleicht haben wir da eine Sache schon mal komplett. Das wäre natürlich ganz cool. So. Ich glaube, hier oben ist nichts mehr. Unten an den Hängen, da ist noch das eine oder andere. Da reiten wir jetzt einfach mal weiter runter. Oh, das ist wirklich, es ist angenehm. Das ist entspannt bei dem Wetter, hier einfach so ein bisschen gemeinsam auszureiten und auszubuddeln. Ich reite jetzt erstmal hier unten runter. Ich habe ja meinen kleinen Ventilator neben mir stehen und surren, den die Jolene uns zugeschickt hatte. Der ist echt super. Also Jolene, falls du das hier gerade siehst, danke nochmal. Der ist wirklich richtig angenehm. So. Haben wir hier unten noch irgendwas? Also ein paar Funde sind hier, klar. Aber ich habe bislang noch nichts wieder glitzern sehen. Sollten wir hier unten diesmal eher Pech haben. So, nicht in die Säge rein. Nee, hier ist nichts. Hier ist nichts. Das ist ungünstig. Na gut, es ist jetzt nicht ungünstig. Es ist schade, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. So. Haben wir hier vielleicht noch was? Ich bin hier letztens dran vorbeigeritten. Und hat einiges geglitzert. Aber da hatte ich keine Zeit, hier noch großartig abzusteigen. Hier sehe ich auch nichts mehr. Ist hier unten vielleicht noch irgendwas? Da ist auch noch was glitzert, aber auch nicht. Ah! Heute ist der Anti-Glitzer-Day. Hier glitzert noch was. Oh, oh, das ist die wunderbar. Braves Pferd. Wir haben uns schon so langsam ein bisschen aneinander gewöhnt. So. Und der Fund backt bei mir. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Und ich kann auch nicht mehr schreiben. Das ist extrem ungünstig. Ich kann gar nichts mehr machen. Das ist blöd. Das heißt, ich muss jetzt einen kleinen Cut machen. Reloggen. Ich kann wirklich überhaupt nichts mehr machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht es jetzt auch. Leider ist jetzt der Fund bei mir weg. Und ich habe nichts dafür bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber gut, kann man nichts machen. Dann würde ich sagen, reiten wir jetzt weiter den Weg hoch, wo es Richtung Epona, also in Richtung Epona. Mhm, wir sind in Epona, guten Morgen. Ihr seht, deswegen wollte ich kein Stallgeflüster machen, weil ich so komplett durch bin. Schade, das hier glitzert jetzt auch nicht. Ah, das da glitzert auch nicht.
Richtung New Hillcrest. Den Weg wollte ich jetzt lang reiten. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Vielleicht haben wir ja hier oben auf dem Weg noch ein bisschen mehr Glück. Schauen wir einfach mal. Mehr als nichts finden können wir nicht. So. Ich würde gerne rauszoomen können. Da scheint nichts zu sein. Ich reite mal gerade hier rum. Ich reite mal so ein bisschen verpeilt hier durch die Gegend. Da glitzert auch nichts. Mensch, ja, jetzt haben wir hier aber Flaute. Das letzte Mal habe ich hier recht viel gefunden. Aber heute irgendwie mal so gar nicht. Schade. Schade, schade. Nee, hier ist nichts mehr. Das sieht eher schlecht aus. Ich überlege gerade, wollen wir dann noch an die Wrackküste? Ich weiß jetzt halt leider nicht, wie lange ich schon aufnehme. Das andere, das dürfte ungefähr, der erste Schnipsel dürfte so 5 Minuten ungefähr lang gewesen sein. Lasst uns mal noch zur Wrackküste. So. Nur damit auch alle Bescheid wissen, die noch mit dabei sind. Dann reiten wir nämlich jetzt da noch hin. Ich hoffe, ich verirre mich da nicht wieder auf dem Weg runter. So, komm. Ich mache mal noch ein bisschen Zahn zu, dass wir da schnell hinkommen. Dann können wir da nämlich noch ein bisschen suchen. Ups. Ich muss mal das Mikro ein bisschen höher schieben. Und zum Schluss möchte ich definitiv nochmal nach New Hillcrest und gucken, ob wir da dann was abgeben können. Ich hatte das letzte Mal, hatte ich so grob geschaut, aber ich weiß es natürlich nicht mehr. Weil ich Dämmeltier auch wieder vergessen habe, im Voraus zu schauen. Im Vorfeld nochmal, wie viel man denn hier für was braucht. Das ist wieder typisch ich. So, die Wrackküste hier hinten, das war tatsächlich ein relativ weit ausgedehntes Ausbuddelgebiet. Hat da gerade was geglitzert? Jawohl. Das sehen doch meine Ausbuddelaugen sofort. So, gucken wir mal, was da ist. Was finden wir denn? Die Anni hat auch was. Eine antike Medaille haben wir gefunden. Bringt uns die was? Ich weiß es nicht. Aus der Medaillensammlung der Familie Winterwell. Ja. Ah, ach so. Deswegen ist der Dingsbums Winterwell auch daran interessiert. Das macht natürlich Sinn. Das ist klar, wenn natürlich die Medaillensammlung verschwunden ist und wir bringen ihnen jetzt die Medaillen zurück. Gut, das kann ich dann natürlich nachvollziehen, dass er daran Interesse hat. Was aber jetzt nicht unbedingt ein archäologisches Interesse hätte. Da hinten ist was, aber es scheint nicht zu glitzern. Einmal runtergerutscht. Es ist so schön hier mit dem Laub auf dem Boden. Ich mag das. Hier sehe ich auch gerade nichts. Ja, wie gesagt, ich reite hier ziemlich verpeilt durch die Gegend. Ich glaube, das wird sich hier auch nicht ändern. Ich weiß jetzt natürlich grob, wo die Ausbuddelsachen sind. Aber halt wirklich nur grob. Ganz grob. Da ist noch jemand am Ausbuddeln. Wo sind denn all die Fundplätze hin? Och Mann. Ist hier irgendwie noch was? Ich sehe schon heute, das wird ein ziemlich... Ah, hier. Ziemlich erfolgloser Ausbuddelritt, obwohl 4 Fundstellen haben wir ja immerhin schon. Obala. Immerhin etwas. So, aufpassen, dass wir uns hier nicht die Dinger um die Ohren hauen. Was ist das denn? Goldzähne? Ich glaube nicht, dass wir die irgendwo abgeben können. Ich glaube nicht, dass da irgendwas war. Aber wir nehmen das einfach mal mit. Hier unten ist ein Fund.
Aber der glitzert leider nicht. Schade. Schade. Bei den beiden scheint er auch nicht zu glitzern. Die sind auch weitergeritten. Hier ist wieder einer, der glitzert. Ha! Aber ich habe das Gefühl, man findet hier mehr Sachen als im Dino-Tal. Es kann natürlich auch sein, ich täusche mich. Aber ich glaube tatsächlich, hier ist mehr. Eine Linse. Das ist super. Hier ist so eine Linse. Das braucht man auf jeden Fall für das Fernglas, Fernrohr. Oder was das nochmal war. Teleskop war das, glaube ich. Ja, ich glaube, das war als Teleskop. Stand das da drin. Wow. Okay, wir eiern hier mal. Es ist aber auch sehr unwegsames Gelände hier. Ich glaube, Missouri Foxtrotter wäre hier auch nicht schlecht als Rasse. Die sind doch sehr trittsicher, soweit ich das noch im Kopf habe. Okay, haben wir hier noch irgendwie irgendwo was? Noch ein Pfund, komm schon. Noch ein Pfundstück, das wäre schon was Feines. Ich würde echt gerne mal irgendwas fertig bekommen. Wah, oh Gott. Hier hinten ist, glaube ich, auch nichts mehr, oder? Nee. Das sieht schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Ich weiß es nicht. Können wir hier auch noch was finden? Oder sind hier keine Fundstellen mehr? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich glaube, das gehört nicht mehr in dem Sinne zur Wrackküste. Hier waren wir eben, da ist auch noch was, da waren wir aber schon. Da unten waren wir auch schon. Nee, dann haben wir tatsächlich, dann reichen aber auch, glaube ich, meine Teile noch nicht. Ich glaube, die reichen noch nicht, um irgendwas abzugeben. Das sieht eher schlecht aus. So, wow, der Bunker. Wow, ich backe fest, nein. So, ist hier noch irgendwas zum Ausbuddeln? Nö. Nö, nö. Das sieht nicht so aus. Nee. Ups. Ein Spiegelsumpf müssten wir auch mal noch. Da können wir ja vielleicht auch das nächste Mal noch hin. Nun werden wir da wahrscheinlich andere Teile finden. Ich glaube, da werden wir andere Teile finden. Das ist dann ein bisschen ungünstig. Dann kriegen wir das nicht fertig. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht in der Zwischenzeit mal irgendwie noch dazu komme, mal noch privat ein bisschen rumzureiten und was auszubuddeln, dass wir mal gucken können, was es da so alles gibt. Ah! Ernsthaft. Ah, das ist hier ein bisschen nervig an der Wrackküste, deswegen, ich buddel lieber oben beim Butterberg aus. Das ist mir persönlich angenehmer. Hier rutscht man so leicht irgendwo rein. Nee. Gut, dann würde ich sagen, war es das aber schon wieder. Es war ein relativ kurzer Ausbuddelritt heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Morgen wird wahrscheinlich dann auch nochmal ein Ausbuddelritt kommen. Beziehungsweise, nee, morgen kommen nur Wins and Fails. Weil heute habe ich keine Zeit, noch großartig was aufzunehmen. Das ist alles extrem zeitlich knapp bemessen heute. Aber ich hoffe, es ist okay für euch. Dienstag wird definitiv wieder ein Ausbuddelritt kommen. Das kann ich versprechen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und seid dann auch wieder mit von der Partie. Ich werde den vorher wieder auf Facebook ankündigen. Und damit macht's gut. Danke an die Sonja und an die Anni fürs Mitreiten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.